Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Nachdem wir letztes Mal leider mit der französischen Liga verloren haben, ein Spiel zu Recht, versuche ich heute mal zwei wieder zu gewinnen. Ich meine, wir haben ja auch das letzte Mal zwei gewonnen, weil wir drei Spiele gemacht haben. Aber gut, die ersten beiden Spiele waren merkwürdig. Das eine war ein geschenktes Spiel. Das andere Spiel habe ich 2-0 geführt zur Halbzeit und der Gegner hat abgebrochen. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, erstmal schnell schauen, was Lacazette für einen starken Fuß hat. Rechtsfuß, okay. Und drei Sterne auf den schwachen linken. Gut zu wissen. Was ist mit... Nee, das war falsch. Moutinho. Rechtsfuß, vier Sterne auf den schwachen linken. Und Matuidi war, glaube ich, Linksfuß, ne? Ja. Okay. Passt. David Luiz. Rechtsfuß, drei Sterne auf den schwachen linken. Thiago Silva, Rechtsfuß, okay, da ist es egal. Ja, aber jetzt Action, Bundesliga, zwei Spiele machen, gewinnen und fertig. Ja, wenn wir jetzt zwei Spiele gewinnen würden, dann würde ich wahrscheinlich sogar das dritte Spiel mit der Bundesliga machen. Einfach, weil wir dann nur noch ein Spiel haben und einen Sieg brauchen. Aber erstmal, ne, Schritt für Schritt. Das heißt, wir müssen erstmal das jetzige Spiel gewinnen und dann schauen wir weiter. Sobald wir einen Unentschieden haben oder eine Niederlage, kommen wir sowieso direkt in die nächste Saison. Was aber erstmal wieder 10.000 Coins bedeuten würde, also auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, bei FIFA 13, glaube ich, war es so, dass man, wenn man die Liga gewonnen hat, also den Ligatitel, dann hat man, glaube ich, 10.000 Coins bekommen plus... Oh mein Gott, 10.000 Coins bekommen plus ein goldenes Pack. Das wäre halt auch immer cool, so ein goldenes Pack, aber okay. Okay, also der Spieler müsste jetzt eigentlich sowas von dermaßen ein Handicap haben. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der hat 8 Informs. Der hat einen linken Mittelfeldspieler im Sturm, einen linken Mittelfeldspieler als rechten Stürmer, einen Stürmer als zentrales Mittelfeld. What the fuck? Also wenn der Typ hier auch nur ansatzweise, ich meine, er hat eine ganz gute Statistik gehabt mit seinen 900 Siegen und 600, okay, die ging die Statistik, sehr gut war es eigentlich gar nicht. 900 Siege, 600 Niederlagen, das Verhältnis ist also nicht so geil. Also keine Ahnung, wenn er immer mit dieser Mannschaft spielt und damit 900 Siege geholt hat und 600 Niederlagen, ist das echt nicht schlecht, aber das müssten wir doch eigentlich gewinnen, oder? Laut der Handicap-Regel müssten wir das eigentlich... locker gewinnen. De Bruyne, Choupo-Moting und schade. Aber war schon mal ein guter Abschluss am Anfang des Spiels. Und das Volley, meine... Ach, es waren Abseits, okay. Und das Volley, meine Freunde, von De Bruyne, das war nicht schlecht. Da ist De Bruyne auch direkt wieder am Ball, weil der Gegner keinen Bock hat, gut zu spielen, wie es aussieht. Ah, da hat er Glück, dass der Ball... da hat er Glück, dass der Ball abgefälscht wird, aber sein Tormann hat keinen Bock zu fangen und leidet ihn drüber. Gibt's erstmal eine schöne, unverdiente Ecke. Oh, was macht denn Benatia da? Okay, bisher fühlt sich's gut an. Gegner macht eher Quatsch, als dass er gut spielt bisher. Da gibt's auch manchmal einen Elfmeter, wenn er Pech hat. Wobei ich es okay finde, dass es hier keinen gibt. Ich wollte eigentlich ein bisschen locken. Ich wollte eigentlich ein bisschen locken und dann quasi den Neuer auf der Linie stehen lassen. Ich habe leider einen Tick zu weit rausgeholt. Sonst hätte er den Ball bestimmt gehabt. Fuck. Wobei er schon sehr platziert ist. Ärgerlich, dass er hier so einfach durchkommt, nur weil er ein bisschen, also er wird logischerweise totale Pace Wars haben, also ich gehe mal davon aus, dass die Spieler alle super schnell sind und er die deswegen so aufgestellt hat, aber okay, damit muss man halt auch teilweise rechnen, aber ich bin eigentlich immer noch guter Dinge, dass ich hier das Spiel vielleicht auch drehen kann. Das ist natürlich ärgerlich, wie gesagt, ich brauche einen Sieg, sobald es einen Unentschieden gibt. War's das? Alaba, nicht wirklich der Beste, was den Abschluss angeht.
Ah, sehr gut, Alaba. Sehr gut. Ich will eigentlich auf Choupo-Moting flanken, weil er logischerweise stärker ist als De Bruyne in der Luft. Er macht schon ziemliche Harakiri-Pässe teilweise, aber naja, er führt momentan. Ach, das gibt's doch nicht, Naldo. Was machst du denn jedes Mal? Du kannst doch nicht jedes Mal von dem so aus spielen lassen. Das sind simple Doppelpässe. Dumme, simple Doppelpässe. Okay, wir verlieren. Oh, ey. Naldo. Wenn Naldo nicht diesen scheiß Stellungsfehler macht, ist er halt auch nicht so dumm durch. War aber übrigens ein schöner Trick von ihm. Es kann doch nicht sein, dass er mit so viel Inform-Spielern jetzt kein Handicap hat. Verstehe ich nicht. Er müsste doch theoretischerweise genauso ein Handicap haben wie ich, oder nicht? Oder liegt es vielleicht daran, weil er auch teilweise Silber-Inform-Spieler hat? Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Komm schon, ich bin immer noch guter Dinge. Wir haben immer noch genügend Zeit, um 3 Tore zu schießen. Oder wir rennen halt ins Aus. Geht auch. So, ganz in Ruhe. Problem ist halt echt, dass uns nicht mal ein Unentschieden was bringt. Das ist echt ärgerlich. Ach, Abseits. Tick zu spät. Verflucht. Ach, wenn dieses erste Tor von De Bruyne einfach mal nur reingegangen wäre, wie schön das gewesen wäre. Der Gegner spielt nicht schlecht. Her. Ah, da habe ich mich ziemlich festgefahren, habe aber Glück, dass ich mich hier nochmal befreien kann. Foul. Meiner Meinung nach. Okay, also ich glaube nicht, dass ich das Spiel hier noch irgendwie gewinnen kann. Der Gegner spielt ziemlich gut. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, warum er kein Handicap hat, aber vielleicht liegt es daran, dass er irgendwelche Silber-Inform-Spieler drin hat und das dann so nicht zählt oder so. Keine Ahnung. Ich meine, er hat 2-mal geschossen, 2 Tore, ne? Muss man auch erstmal schaffen. Ich habe 1-mal geschossen und leider kein Tor. Er spielt nicht schlecht, gutes Stellungsspiel auf jeden Fall. Oh, so ein abgefälschter. Schade, aber ich denke, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre, wäre es einfacher gewesen. Oh, wenn De Bruyne den macht, wird es halt nochmal interessant. Anschlusstreffer. Jetzt wird es, denke ich, eher schwer. Das Ding ist halt, ich brauche halt 3 Tore. Das ist so, also, das ist halt kacke. 2 Tore wären gut. Ich hätte halt einfach eher darauf gefasst sein müssen, dass er hier solche Doppelpässe versucht. Wieso schafft es denn jedes Mal, mich rauszugrätschen? Was ist denn da los? Oh, ich... War eine schlechte Variante von ihm. Also, da so komisch anzuschneiden. Hätte einfach weitergehen sollen und die lange Ecke ziehen. Ah, gut, ich... Weiß nicht, ich glaube, ich habe auch bei dem einen Gegentreffer einfach nicht richtig verteidigt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er so eine Pace-Roll ist, aber war wahrscheinlich mein Fehler. Komm schon, Shaqiri! Schade. Naja, nächste Saison, neue Saison, neues Glück, sage ich da bloß. Okay, da war er zuletzt dran. Dann werde ich wahrscheinlich das zweite Spiel doch mit der französischen Liga machen, einfach um sie noch ein bisschen zu testen. Schwacher Pass. Leckt aber auch leicht, fällt mir gerade auf. Aber eigentlich schon die ganze Zeit. Oh, ganz, ganz dumme Idee von mir.
Schade, gegen ihn hätte ich echt gerne gewonnen. Aber, naja, man kann es sich leider nicht aussuchen. Hat, wie gesagt, gut gespielt. Ich habe schlecht verteidigt. Habe ich vielleicht zu sehr auf das Handicap verlassen. Ich meine, ganz am Anfang, die erste Situation von mir war ja gar nicht schlecht. Vielleicht wenigstens noch den Ehrentreffer. Oder halt auch nicht. Jetzt wird es gerade mehr mit dem Laggen. Okay. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, also den Ball habe ich auf jeden Fall durch das Lag verloren, aber ist auch nicht mehr relevant. Das Spiel ist durch, das Spiel ist verloren. Wie gesagt, Ehrentreffer wäre noch ganz cool. Ehrentreffer wäre noch ganz cool. Vielen Dank, Chubby. Immerhin der Ehrentreffer, damit kann ich leben. Eigentlich hätten wir einen beschissenen toter Fischjubel machen müssen. Aber egal. Lahm, der Kleine drückt hier erstmal mit dem Körper den Gegner weg. Auch nicht schlecht. Ah, komm schon, komm schon. Ein ganz, ganz unverdientes, glückliches 2-2. In ganz... Oh mein Gott, wieso macht er den denn nicht? Habt ihr das gesehen? Habt ihr... What the fuck? Oh mein Gott, wie es hier auf jeden Fall 2-2 stehen müsste durch die letzte Chance. Was macht denn Choupo-Moting da alleine vom Turmmann? Ich meine, ist natürlich absolut irrelevant. Zumindest was die Liga angeht, was die Saison angeht. Weil wir werden ja trotzdem einfach in die nächste Saison geschoben worden. Aber ein Unentschieden ist logischerweise für die Statistik besser als eine Niederlage. Und es würde ihn natürlich auch ärgern und ich würde ihm auch nicht so viele Punkte geben. Fuck! Wie wir auf jeden Fall hätten noch ein zweites Tor machen müssen. Oh, das ärgert mich aber jetzt. Ich meine, er hat verdient gewonnen, logisch, aber trotzdem. Naja, was soll's. So, dann beginnen wir die neue Saison mal mit der französischen Liga. Oh, und es wurde irgendwas verkauft. 447.000 Coins, sehe ich gerade. Naja. Wir spielen jetzt noch eins und gucken beim nächsten Mal, was verkauft wurde. Okay. Schade, ein 2-2 wäre cool gewesen. Aber krass, dass er mit seinem komischen Inform-Team kein Handicap hatte, oder ist zumindest, kam es mir nicht so vor, aber wie gesagt, vielleicht liegt es an seinen komischen Silber-Inform-Spielern. Ach, jetzt haben wir wieder so. Aber vielleicht ist das einer, der uns gewinnen lässt. Also der erstmal ein Tor sich reinballern lässt, bevor er abbricht. Mal gucken. Das wäre natürlich relativ cool. Dann hätten wir nämlich direkt 3 Punkte sicher zum Start dieser Saison. Mal schauen. Komm, 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 komm. Yummy, 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 I got love in my tummy and I'm feeling like I'm loving you. Sieht so aus. Vielleicht muss man jetzt neuerdings bei dem Bug erst sich ein Tor einschenken lassen, bevor man abbrechen kann. Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall keinen Bock, das wegzudrücken, wie es aussieht. Und es leckt schon wieder, oder was? Liegt doch nicht etwa an mir. Hab doch überhaupt nichts anderes gemacht als sonst. Vielleicht Zufall. Schauen wir mal. Ja, ich drücke eine beliebige Taste zum Überspringen, aber es funktioniert nicht, weil der Gegner das anscheinend nicht drückt. Gibt mir echt Mühe. Jetzt. Ja, wie es aussieht, dürfen wir wieder erstmal ein Tor schießen. Das ist auch gut, dann fangen wir wenigstens erstmal mit einem Sieg an. Okay. Yay, da ist das 1-0. Okay, Caveja, schönes Tor und jetzt bitte abbrechen. Ich will ja nicht ernsthaft weiter. Ach, jetzt schießt der Eigentore oder was?
Hä? Man bekommt doch nicht. Durch den Bug bekommt man doch nicht mehr. Auf Meter? Durch den Bug bekommt man doch nicht mehr Coins, wenn man mehr Tore frisst, oder? Aber ich glaube, wenn man. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn man 5 Tore schießt, bekommt man, glaube ich, mehr Coins, als wenn man nur 1 schießt. Aber egal. Was soll's? Sieg, 3 Punkte und wir machen natürlich direkt weiter. Dass wir hier noch ein richtiges Spiel haben mit unserer französischen Liga. Und wir haben irgendwas freigeschalten, sehe ich gerade oben links. Das können wir doch nach dem Spiel anschauen. So, das sollte passen. Man of the Match. Müller als Stürmer, das ist natürlich nicht schlecht. Auch ein relativ schneller Sturm. Müller ist nicht der langsamste, Ribéry ist schnell, Shaqiri ist schnell, Götze, Xabi Alonso, Schweinsteiger, auch gutes Mittelfeld. Wobei Götze gefällt mir eigentlich als ZM nicht so gut. Boateng und Benatia, ja, auch einer, der nicht weiß, dass Sokrates besser ist als Boateng, aber egal. Lahm als Rechtsverteidiger, okay. Lahm gefällt mir eigentlich als Rechtsverteidiger nicht so gut, weil er so langsam ist. Also, für einen Rechtsverteidiger ist er langsam, für einen ZDM ist er schnell. Was? Warum wurde denn das Spiel auch abgebrochen? Keine Ahnung, dann machen wir eben noch eins. What the F? Come on, baby, come on, come on. Komm, Mann, jetzt lass uns einfach spielen, bitte. Was? Was sind denn das für Teams, auf die wir hier treffen? ZOM Kagawa im Sturm. Wieso das denn? Dafür aber Team of the Season, Di Maria, 94er Di Maria, ZOM. Seine Chemie ist auch grandios und Young und Moses und Juan Mata und Fabregas und auch Juan Mata, ZOM, Oh mein Gott, also sehr merkwürdiges Team. Auch da habe ich Angst zu verlieren. So, dann wollen wir mal langsamer Spielaufbau. Gegner scheint auch sehr abwartend zu verteidigen. Wie mir scheint. Okay, jetzt wird er ein bisschen aggressiver. Was gut ist, dann reißt er nämlich so ein bisschen seine Abwehr auf. Jetzt macht es ja Vogelbild. Was zur Hölle? Das ist der 4. Spieler in Folge. Da hat er doch ein gutes Team gehabt. Da hat er doch ein gutes Team. Warum hat denn der nicht gespielt? Ich meine, die nächsten 3 Punkte, okay, aber... What the F? Was machen die denn? So, letzter Versuch, Freunde. Also wenn wir jetzt kein anständiges Spiel zustande bekommen, dann gebe ich es auf für heute. Die Folge müsste ja auch schon wieder ewig lang werden. Was? Nicht verlassen? Was mache ich denn? Ich glaube, wir haben gar keine Silber mehr. Dann nehmen wir mal Gold. Also keine Ahnung, was hier los ist. Aber wenn ich jetzt natürlich... Ich meine, ich habe jetzt schon 2 geschenkte Spiele in der Liga. Das heißt, in der Saison. Das heißt, ich habe jetzt schon 6 Punkte, die ich mir nicht verdient habe, sondern die ich geschenkt bekommen habe. Wenn ich darüber den Titel gewinne, dann fühlt sich das ehrlich gesagt auch nicht so richtig geil an. Glaube ich zumindest. Aber egal, ich wäre dann trotzdem... Ich glaube, das passt. Ich wäre dann trotzdem, sobald wir den Titel gewinnen, mit meiner Challenge beginnen. Oh mein Gott, okay, Freunde, das war's. Ich geb's auf für heute. Ach, wenn wir jetzt wieder ein Spiel gewinnen gegen... Also wenn der uns wieder dieses 1-0 schießen lässt, dann würde das bedeuten, dass wir schon mal 9 Punkte geschenkt bekommen haben. 3 Spiele gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann über den Ligatitel noch freuen kann, wenn ich hier 3 Spiele gewinne, die ich eigentlich, ja, gar nicht gespielt habe. Aber was für ein Zufall, dass das heute so abgeht. Also... Anscheinend muss ich doch anfangen und mir die Statistiken angucken. Aber wie gesagt, das sieht man ja auch nicht auf Anhieb in der Statistik und verlässt direkt, okay. Weil die Statistiken ja auch teilweise so sind, dass man gar nicht merkt, dass das so ein Trottel hier ist. Ach komm, ich probiere es noch einmal. Einmal probiere ich es noch.
Was soll's? Einmal noch. Aber so krass war es auf jeden Fall noch nie. Keine Ahnung, ob das gerade nur die Leute online sind oder so. Okay, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. 797 Siege, 753 Niederlage, also eine eher schlechte Statistik. Uche und Hernandez, das müssten zwei schnelle Stürmer sein. Also Hernandez ist auf jeden Fall schnell und ich glaube Uche auch. Isco, guter ZOM. Rodriguez und Vea wahrscheinlich auch schnell, keine Ahnung. Sergio Busquets ist auch nicht schlecht als ZDM. Info und Pepe ist gut, aber generell eher ein schwaches Team von den Werten der Spieler her. Sollte also eigentlich schlechter sein als mein Team. Und spielerisch ist er hoffentlich auch schlechter, weil er hat ja fast gleich viele Niederlagen wie Siege. Und vielleicht können wir jetzt endlich mal so ein bisschen die französische Liga testen. Lacazette, den konnten wir ja sowieso noch nie in Szene setzen. Was? Das war abseits? Ach nein, er hat den angeschossen, oder was? Verdammt. Einfach mal rausklären. Ach, schön geklärt, direkt zum Mitspieler. Da macht das Klären ja doppelt Spaß. Und in den Lauf auf Valbuena, der ja vor uns ein schönes Tor geschossen hat. Aber okay, da war auch der Thomann draußen, zugegebenermaßen. Ecke. Ah, schade. Jetzt da. Ich hoffe mal, das war der Gegner, den ich angeschossen habe. Ja, sieht so aus. Ziemlich aufgeregt, das Klären von ihm. So. Glück gehabt, dass er hier ins Aus spielt. Ich habe eigentlich gedacht, dass er da einen anderen Weg geht. Deswegen habe ich nochmal nach hinten umgedreht mit dem Ball. Da habe ich mich wohl geirrt. Ach, verdammt, ich wollte hier eigentlich mit Lacazette noch an ihn vorbeiziehen und dann logischerweise ins Eck schießen. Hat nicht ganz geklappt. Eher schwacher Pass, aber okay, das kommt vor. Och, das gibt's doch nicht. Hat er jetzt schon dreimal den Ball. Was? Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Die französische Liga funktioniert einfach nicht. Nee, Quatsch, daran liegt natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, was da wieder Silva macht, dass er da einfach vorbeigeht. Oh. Na gut, aber komm. Vor allem der Gegner ist wahrscheinlich echt nicht gut, ne? Rein von der Statistik her. Und trotzdem... Aber egal, ich habe auch schon aus einem 1-0 ein 2-1 gemacht. Das wäre nicht das erste Mal. Also, Mission Spieldrehen hat angefangen. Schade. Oh, David Silva, zweiter Fehler. Aber David Luiz macht's wieder gut. Ja, dann immer solche Kackpässe einfach nur in die Spitze und die kommen dann an, oder was? Versuchen wir wenigstens mit so ein bisschen Strategie nach vorne zu spielen. Komm! Na also, Rodriguez! Na also, jetzt zeigst du den hier mal, wer der Herr im Haus ist. Und ich glaube, da ist ein bisschen Dreck auf dem Schuh. Damn! Mission Spieldrehen. Phase 2. Schönes Tor. Wäre ja auch gelacht, wenn wir uns hier so einfach geschlagen geben. Hier, schon wieder ein merkwürdiger Pass in die Spitze. Und gegen so jemanden spiele ich nur unentschieden? Niemals. Okay. Okay. Tinio jetzt wahrscheinlich nicht das Abschlussmonster, von dem muss ich mir die Werte nochmal genau angucken.
Naja, immerhin eine Ecke, auch wenn Ecken nicht so effektiv sind in dem Spiel. Oh, Matikatitati! Komplett alleine vom Tor, da macht's nicht, oder was? Krass, naja, jetzt vielleicht. Komm, du hast einen guten! Du hast einen guten, Valbuena! Du hast einen guten! OMG! Ach, das wollte ich doch gar nicht machen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Das bedeutet, also Valbuena bedeutet ja auf Garantie auch irgendwas mit gut. Zumindest bedeutet Bueno auf Spanisch gut. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auch irgendwas in die Richtung bedeutet. Nice! Schöner Distanzschuss von Valbuena. Und das Ding ist drin. Nice, nice, nice. Ach ja, Mission, Spiel gedreht, Phase 3. Jetzt müssen wir nur noch dieses Ergebnis halten oder noch ein Tor mehr schießen besser. Sehr schön, noch vor der Halbzeit das Spiel gedreht. So muss das sein. Und mit zwei schönen Toren von Rodriguez und Valbuena. Nur super Info im Lacazette. Hat sich bisher überhaupt nicht hervorgetan. Also keine Ahnung, von dem habe ich bisher nichts gemerkt. Aber ich glaube, da gibt es auch noch den ein oder anderen Stürmer in der französischen Liga, den ich testen kann. Deswegen... Cavani, Lavezzi etc. Wobei ich glaube, Lavezzi ist glaube ich rechter Flügel oder so. Aber Cavani auf jeden Fall. Und zur Not können wir auch Ibrahimovic nochmal testen, logischerweise. Oh mein Gott! Niemals sollte der da hin! Na egal. Nicht aufregen, sondern konzentrieren, dass wir nicht noch einen Gegentreffer fressen. Schöner Seitenwechsel. Ah, er nimmt den Ball mit, Lacazette. Die erste wirklich sehr gute Aktion von ihm, die ich von ihm sehe. Und dass er schnell ist, wissen wir ja. Schade. Oh, ich wollte auch noch mit der Schusszeit wieder nach innen ziehen. Ärgerlich. Ha, hat er gedacht, aber David Luiz ist da und macht totale Megascheiße. Glück gehabt, dass da der Torwart da ist. Also die Rückpässe... funktionieren irgendwie auch nicht so richtig in dem Spiel. Schade, hat er noch seine Füße dazwischen bekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich heute einfach nicht mein bestes Spiel zeige. Aber mit etwas Glück reicht das hier trotzdem aus. So, Valbuena ist durch. Ach, da hätte ich den Ball einfach nochmal ablegen sollen. Ich wollte halt selber mit Valbuena abschließen. Gut. Da nützt ihn auch sein Trickpass nichts. Auf die Außen zu Bedimo. Schade, ich wollte halt nochmal in die Spitze spielen, aber es hat nicht geklappt. Oh, was machst du denn? Nicht in den Gegner reindrehen. Sehr gut, David Luiz. Das war ein schöner Zweikampf von ihm. Schauen, wie wir es hier am besten machen. Das war doch gar keine schlechte Idee. Ein bisschen zu sehr aufgezogen, glaube ich. Ich müsste mal auf defensiv gehen, fällt mir gerade ein. Bricht das Spiel jetzt wieder ab, dann dürfte es, denke ich, eher an den EA-Servern liegen. Ich glaube nicht, dass er hier in der 81. Minute bei dem 2-1 freiwillig aufhört. Ja, das glaube ich nicht, dass es vom Gegner war. Also das kann man nicht vorstellen. Ja, also ich würde sagen, wir haben trotzdem unterm Strich verdient gewonnen. Auch wenn ich zugeben muss, ich habe nicht mein bestes Spiel gezeigt. Und ich freue mich trotzdem, dass wir hier jetzt 3 Spiele, 3 Siege. Also ich habe nicht mein bestes Spiel gezeigt. Aber ich kann, denke ich, sagen, die französische Liga fühlt sich mittlerweile definitiv besser an als vorher. Allerdings, der Stürmer Lacazette... hat bisher überhaupt gar nichts gezeigt. Ja, hier steht's auch. Leider wurde deine Verbindung zum EA-Server unterbrochen. Das bedeutet also, dass es nicht vom Gegner die Schuld war, sondern einfach am Server lag. Naja, kann man nichts machen. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten, Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.